Professor Hans-Werner Sinn gilt als scharfer Kritiker der Geldpolitik der EZB. Die Europäische Zentralbank betreibe keine Geld-, sondern Notfallpolitik, sagt der deutsche Top-Ökonom an der Finanz 17. Da wird so viel produziert und so viel in den Markt gepumpt, dass der Zins ja fast null ist. Und da fragt man sich, was ist dieses Geld noch wert? Was, wenn eines Tages es zu Nachfrageimpulsen kommt, die in die Inflation gehen, dann ist das Geld weg. Ob damit auch das Vertrauen in traditionelle Währung weg ist, lässt Professor Sinn offen. Kryptowährungen wie Bitcoin hält er jedenfalls für keine Alternative. Das ist eine Zeit, wo man dann denkt, in Kryptowährungen eine Alternative zu haben. Vielleicht ist das so, aber man muss sehen, die sind natürlich auch extrem volatil und schießen hoch im Preis und wieder runter. Also das ist was für Mutige. Die EZB hält derweil an ihrem Kurs fest. Das billionenschwere Anleihenprogramm wird bis mindestens Ende 2017 weitergeführt. Ausgang ungewiss. Der Einstieg in so ein QE-Programm der Europäischen Zentralbank, wo das alles mit Geld überschüttet wird, macht fürchterlich viel Spaß offenbar und ist leicht. Aber der Ausstieg, der ist sehr, sehr schwierig. Und das kann dann beim Ausstieg zum Kollaps von Bankensystemen und von Staaten führen.